Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Outlast 2. Wir waren hier stehen geblieben, er hat uns versteckt und dafür mit seinem Leben bezahlt. Ja, irgendeine komische Frau muss, oder was auch immer, muss ihn hier gefunden haben und ihn für seine Sünden bestraft, so gesehen. Und jetzt verlassen wir das Haus und schauen mal überhaupt, wo wir sind. Wir konnten uns erholen, wir waren ja auch... Das Licht pendelt da oben. Ich dachte schon, was ist denn das? Wir waren ja auch angeschlagen. Und deswegen hat er uns ja diese Zuflucht gewährt. Jetzt müssen wir eben, ja, gucken, wie es hier weitergeht. Im bestmöglichen Fall natürlich Lynn finden. Ja, hier ist alles zu. Ja. Die Kette ist massiver wie das Holz wahrscheinlich. Also gehen wir hier mal ins pendelnde Licht. Oh je. Yeah. Ich bin gespannt, was uns alles noch erwarten wird. In diesem Schocker, was ist denn das hier? Eieiei. Ich glaube, eine Trophy haben wir bis jetzt auch erst bekommen. Also noch nicht wirklich viel. Und für was die jetzt war, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, als wir Lynn entdeckt haben, ist sie gekommen. Und ich denke mal, dass diese... Was war das für ein Stimmungsabbruch? Ich schätze mal, dass diese Frau, die ihn hier getötet hat, oder ihn auf dem Gewissen hat, auch die war, die uns am Anfang da überrascht hat und auch schon ein paar Mal, an der wir gefehlt haben, ein paar Mal. So, hier werden wir wohl nicht hochkommen, ne? Nee, also hier weiter durch. Dann bleiben wir doch mal im Wasser. Normalerweise mag ich Wasser in Horrorspielen gar nicht, aber hier kann man sich ein bisschen drin verstecken. Kann uns sogar reinlegen, ne? Und damit, ja. Wow, was war denn das gerade? Du solltest nicht rutschen, du sollst gehen. Damit ein bisschen den Bedrohungen aus dem Weg zu gehen. Die ja auch irgendwie überall sind. Man weiß ja nie so genau. Aber das hier gefällt mir jetzt ganz und gar nicht. Das hier geht gar nicht. Das ist ja... Nur Wasser, oh Gott. Das ist mal eigentlich ein bisschen zu viel Wasser jetzt wieder. Da wird es schon wieder unheimlich. Batterien gehen auch wieder leer. Obwohl wir sie jetzt auch schon sparsamer verwenden. Also die gehen echt schnell leer, aber wir haben jetzt ein bisschen was an Vorrat. Oh. But it is joyous all, for we are in the sorrows of a travailing woman. From this arbor is a place of the breaking forth of, yes, the children of hell, but also the opportunity of our salvation. For God is great, and Noth is his prophet, and Noth will ransom us from the power of the grave. Noth will redeem us from death, for even redemption cannot be hid from the split eye. Ja, komm, verschwinde da oben. Ich schätze mal, die sollte uns nicht unbedingt sehen. Geht die jetzt weg, oder? Ja, endlich, ey. Ah, schwimmen ist anstrengend. Finde sicherer Boden, um dich zu erholen. Aha. Woran sieht man das, wenn man jetzt so erschöpft ist? Okay. Sie ist weg. Oh, da ist noch irgendwas. Irgendjemand labert hier noch. Ich glaube, wir müssen hier hoch irgendwie. Hm? Ist das möglich? Gibt es hier einen Weg hoch? Oh. Was war das gerade? Alter, Alter. Hier am Bootsteg, ne? Irgendwie komme ich hier nicht weiter. Aber hier haben wir sicher einen Boden. Ah, da hinten auf der anderen Seite, okay. Gut, dann gehen wir eben dorthin. Nochmal durchs Wasser. Uiuiui, ja, genau. Mach bloß keinen Lärm. Springen komplett in die... Pfütze hier rein. Also, okay. Jetzt haben wir die Wahl. Hier lang? Ne, da ist wieder zu, ne? Sieht ganz so aus. Dann müssen wir wohl hier lang. Eieiei.
brennt irgendwas. Da hängt irgendwas am Pfahl. Ist das der gehäutete Pilot? Sind wir hier am Anfang? Nee, ne? So sah das noch nicht aus. Oder sind wir wieder in dem Dörfchen? Voll mit Irren. Oh yeah, die Musik nimmt. Fucking Christ! Gut, doch, das können wir aufnehmen. Oh Gott, was ist mit dem passiert? Hat die Teufelshörner hier auf den Kopf gesetzt, haben sie ihm? Setz mir keine Hörner auf. They flayed them. Nailed them to wood. She was just a kid. Oh. Sie war nur ein Kind. Oh Gott. Ist doch total verrückt hier. Aber das hier können wir nicht aufnehmen, ne? Nee. Oh! Die Vögel. So. Ich will eigentlich gar nicht an diese Hütte ran, aber würde natürlich auch gerne wissen, was die da hingelegt hat. Batterien? Nee, Verband, ne? The chapel. Somebody there will know where they've taken Lynn. Ja, dort wird jemand wissen, wo sie Lynn hingebracht haben. Können wir Verband verwenden? Nee. Batterien haben wir ein paar. Komm, dann hauen wir jetzt mal die neue rein. Weil so gut sind wir nicht gestellt. Aha, hier haben wir ein Dokument. Gucken wir doch mal. Kapitel 5. Und ich sah, ein Wirbel kam aus der Nacht, ein Feuer, das nach innen brannte, aus allen Richtungen zur Mitte, und es zog das Licht aus den Wänden, so dass ich in einer Leere war. Sie schienen in Regenbögen wie Öl auf einem schwarzen Spiegel. Ich sah trotz des Schmerzes und erblickte, wie aus der Mitte des Feuers kam Gestalt eines Geschöpfs. Eine Gestalt, die einem Menschen ähnelt wie ein Kreis einer Kugel. So wie der Querschnitt einer Kugel ein Kreis ist, so wäre dieser Kreatur ein Mensch. Und dies war deren Erscheinung. Sie schienen gleich Jesu Qual am Kreuz und hatten Brust und Geschlecht eines Mannes. Und ihre Gesichter waren zahllos und ineinander verschmolzen. Tausend Augen und alles ein Mund. Mit Flügeln und Rachen, untrennbar selbst dem Auge. Und Augen, die Rachen dienten, dem vollkommenen Verzehr. So waren ihre Gesichter, und dann waren sie die Knochen der Pferde, der vier Reiter, und die Knochen der Reiter ebenso. Und dann wurden ihre Gesichter die Geschlechter der Engel, und dann ein Leuchtfeuer. Das sang mit einer Schönheit, die Verstand zerreißt, und dann ein Spiegelbild in versilbertem Glas. Denn ihre Gesichter waren all dies zugleich, und ihre Flügel verschmolzen und schlugen, dass die Zeit stillstand. Und ich keinen Atem schöpfen konnte. Okay. Klingt ziemlich krank. Wow. Das hat sie hier rausgeworfen, ne? Irgendwie irgendeine Asche oder was, weiß ich, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Weiter geht's. Ja, ich würde hier gerne durchs Feld gehen, aber das geht nicht. Wir müssen den vorgegebenen Weg laufen. Das hier ist nämlich umzäunt. Schade, da hätte man es kein gut drin verstecken. Mikrofon durch Wände hören und Geräusche verfolgen kannst. Ja, ich weiß, warum sind das jetzt wieder aus? Auch durch Wände, ja, ist klar. Da läuft was in dem Feld. Also, okay, ich will doch nicht unbedingt in das Feld. Weg hier. Weg hier. Oh, oh. Das ist die Olle, die Gestörte. Jesus Christ. Die hatte jemand im Schlepptau. Martha. Smell of what she burned like coal smoke in France. Okay, okay. Martha ist hier. Der will man auch nicht unbedingt begegnen, ne? Kann man hier Text anzeigen? Ja, genau. Ach, guck mal, so kann ich euch den Text anzeigen. Könnt das euch in Ruhe durchlesen auch. Könnt ihr pausieren. Das machen wir mit allen mal demnächst. They flayed them. Also, das hatten wir angeguckt. Genau, dann gucken wir hier mal Isens Brief. Ja, komm.
Könnt ihr alles mal pausieren und durchlesen, wenn ihr Lust habt. Alles, wo jetzt noch ein Ausrufezeichen dran ist. Oh, das Evangelium. Werde ich dann sicherlich auch beim Bearbeiten der Videos mal anhalten und durchgucken. Ist besser, als wenn ich das so in der Folge ständig mache. Das unterbricht den Spielfluss, finde ich, ziemlich enorm, weil es wirklich viel zu lesen gibt, gerade in diesen ganzen Evangelien und so. Aber das hatten wir aber alles noch vorgetragen bis hier, glaube ich. Naja, ist ja egal. Könnt ihr trotzdem durchlesen, wenn ihr möchtet. Dann seid ihr hier komplett auf dem Laufenden. So. Jetzt haben wir alles. Gut. Wie gesagt, da könnt ihr ja einfach pausieren und euch das angucken. Wenn euch das so brennend interessiert. Ist ja auch zum Teil interessant, weil es ja auch ein bisschen was erzählt, was hier überhaupt passiert ist oder so. Oh, was ist mit dem los? Ja, geh weg. Bitte. Oh Mann, ey. Eine schönere Atmosphäre als im Maisfeld konnten sie sich auch wirklich nicht aussuchen. Aber wir haben ganz gut reagiert, denke ich. Wir müssen jetzt wirklich aufpassen, dass da nicht auffallen. Ich lasse lieber sogar das Licht aus, weil ich dann denen ihr Licht besser sehe. Ja, weil die ja mit der Taschenlampe hier rumlaufen. Da frontal ist er irgendwo. Läuft er hier durch? Hier ist keiner mehr, ne? Ja, durch. Wunderbar. Er ist irgendwo hier. Oh, oh. Geh weg, geh weg, geh weg, Mann. Da ist er. Hat uns aber nicht gesehen, oder? Kommt er hierher? Ich kann ja spähen. Nee, da hinten läuft er. Oh Mann. Oh, da kommt aber jemand. Alter, Alter. Ist hier irgendwie rum. Irgendwie rum. Hoffentlich dreht der Typ nicht rum. Der hier war. Da ist niemand, ne? Bin ich gerade entdeckt worden? Oh, was ist denn hier passiert, ey? Was sind das überhaupt für ein Wesen? Und wo muss ich hin? Hat ein bisschen die Orientierung verloren. Scheiße. Ich bin hier in der Klemme. Wenn ich Pech habe, wenn die hierher gucken, dann haben sie. Habe ich die Arschkarte. Naja, super. Lauf. Boah. Lauf, 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 lauf. Ah, Dreieck gedrückt halten, um den Verband zu benutzen. Komm, schneller. Aus den Augen. Was? Was trifft mich denn da? Boah, was war denn das, ey? So, nochmal heilen. Geht nicht. Warum kann ich mich nicht nochmal heilen? Und das hat mich da so erwischt gerade eben. Wow. Der nah dran, ey. Puh. Verdammte Höllenbrut. Ich hab's noch gesagt, ich bin dort unten echt in Gefahr. Weil ich dort in eine Sackgasse reingelaufen bin, aus der ich nicht so leicht rauskomme, war ja klar. Aber, ja, dann kam es natürlich auch direkt noch so, wie ich es erwartet habe.
Hinten ist er. Ich weiß nicht wohin. Das ist so das Problem an der Sache. Aber wir bleiben hier, wenn möglich, im Feld. Hier geht's doch rum, oder? So, jetzt sind wir dort hinten dran, auf jeden Fall mal. Kann mich nicht heilen, also die Wunden sind wohl nicht schwer genug. Okay. Puh. Boah, Mann, ey. Sag ich, das hier ist eine geile Atmo, also das gefällt mir. Mag das. Auch wenn es ein bisschen verrückt ist. Hier müssen wir hin, ne? Irgendwo müssen wir da jetzt rauskommen. Boah, ich bin nicht mehr im Feld. Oh. Ach, das sind Kakteen. Die haben mich da eben auch getroffen. Oh, no. No, 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 no. Hat mich, glaube ich, noch nicht wahrgenommen. Fuck it, ey. Geht der? Sieht fast so aus, ne? Wie komme ich denn hier raus? Und wo muss ich hin? Hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Da liegt noch eine Batterie. Obwohl ich die noch mitkommen, ja, oder? Der Typ ist irgendwo hier. Aber da können wir, glaube ich, gefahrlos an die Batterie kommen. Zack. Wunderbar. Geht's hier irgendwo durch? Nee, auch nicht. Hier hinten dran auch nicht. Oh Mann, das Stacheldrahtzaun. Alter. Maisfeld des Grauens hier. Das ist eine Vogelscheuche. Ich weiß überhaupt nicht, wohin. Keine Ahnung. Gehen mal weiter hier durch. Aber geduckt bitte, jetzt wieder. Sehe hier nichts. Sehe gar nichts. Alter. Boah. Oh, hier ist er. Okay, okay. Geh bitte weg. Boah, ey. Hier ein Terror. Vor allem, wenn man mal einen Weg hätte, wo man überhaupt hin muss, ne? Das ist eben so das Problem, dass ich das gar nicht weiß. Das macht das Ganze natürlich noch schockierender, weil wir hier durchcrouchen und gar nicht wissen, wohin. Aber ich schätze mal, wir müssen hier irgendwo lang. Oh. Da hat es kurz gescheppert. Da hinten ist er. Ich schätze mal, dass wir hier irgendwo lang müssen. Hier drüber oder so. Bitte geh weg. Da sind alle irgendwie. Geh weg, 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 geh weg. Oh, leck. Ne, hier ist niemand. Er dreht ab, endlich. Und da ist auch noch jemand. Boah, das ist so schlimm, wenn man das alles so hört, dann auch noch. Hat es gerade jemand wahrgenommen? Komm, geh weg, ich will nur hier drüber. Gibt's doch gar nicht. Komm, geht eure Wege, aber bitte ohne mich. Jetzt kommt nicht schon wieder hierher. Oh, doch, oder? Oh Mann, ey. Wie soll ich denn da hinkommen? Ich kann es wirklich nicht gucken.
ob das der richtige Weg ist. Mann. Weil ich nicht mal dazu komme. Sie lassen mir ja nicht die Zeit. Ja. Jetzt geh bitte. Oh. Das müsste aber der richtige Weg sein, oder? Komm, geh. Geh hier rein. Ansonsten ist jetzt gerade niemand hier, der mich sehen könnte. Oder doch der jetzt wieder, ne? Ja, jetzt kommt der wieder hier, ja? Wieso gehen die nicht weg? Wie soll ich denn da hinkommen? Ist das überhaupt der Weg, wo ich hin muss? Oder ich muss wirklich ein bisschen warten, bis die weggehen, bevor ich hier rauskomme, weil es blubbt auch immer so ein Geräusch auf, so als würde ich jetzt gerade entdecken. Wieder, ne? So ein Geräusch, als würde ich irgendwie die Aufmerksamkeit von denen erregen. Ach komm, jetzt oder nie, ey. Tschüss. Dankeschön. Und danke fürs Zuschauen. Wir haben es geschafft. No risk, no fun. Oh no. Tut er uns nichts. Der ist, glaube ich, nur einfach irre. Okay, das finden wir in der nächsten Folge raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Panik und Stress in Outlast 2 mit eurem Spooky VF. Bis dahin. Bye, bye, bye. I can do this all day, I can do this all night. Do this all night. I can do this all day, I can do this all night. I need